So, da wären wir wieder. Gleich erstmal schlafen und danach knöpfen wir uns die vier, fünf Räume vor, die wir beim ersten Durchlauf hier einfach gekonnt ignoriert haben. Gleich gab es irgendwo die Wand da, die hinter uns zugeht. Genau, können wir dich auslösen mit... Oh, wo kommst du denn her? Da können wir nochmal den Todesstock ausprobieren. Okay. Der Todesstock haut schon mal daneben. Macht anscheinend gar nichts. Ja. Also eine Sache mehr, die wir auf Druckplatten legen können. Heilen. Zwei ihn. Und wir können die Druckplatte leider nicht auslösen mit Gegenständen. Das wäre auch zu einfach gewesen. Aber na gut, wenn wir halt hier zurück wollen, müssen wir einfach nur runterspringen irgendwo und zurücklaufen. So, Tür Nummer 1. Dann wieder auf Stromschlag umschalten. Tür Nummer 1a hat eine Nische. Sonst nix. Okay. Ich habe den Todesstock reingetan und er ist weg. Gut, dass ich nichts Wichtiges reingetan habe. Und jetzt? Ist er auf der anderen Seite wieder raus? Ja, hier ist wieder so eine Riesenkette. Und sonst nix. Ha. Also hier war die Nische. Wenn wir dann später wieder ganz hier hinten sind, sollten wir hier mal gucken, ob irgendwo ein Todesstock rumliegt. Aber na gut. Das heißt, wir gehen jetzt hier raus und zu der Tür. Raus und... Wow. Wo ist dein Freund? Da ist dein Freund. Wenn Todesräder Freunde haben können. So, da hinten habe ich doch auch was gesehen. Ja, genau dich. Ja, und hinter uns ist gleich noch einer davon. Wird langsam. Ah ne, dieses Ding jetzt hier sah nur aus wie so ein Teil vom Rad. Ja, wird langsam echt ein wenig voll hier. Aber ich wollte ja eigentlich nur kurz gucken, was hier ist. Hoffentlich ein Raum, wo wir drin schlafen können. Ja, das schaut auch gut aus. Eine Kiste. Aber da wir jetzt schon ein, zwei Teleporterfallen hatten an Kisten, schlafen wir vorher und machen sie erst dann auf. Denn wenn wir jetzt irgendwo hin teleportiert werden, wo Gegner sind, hätten wir ein Problem. Ja, das ist verschlossen. Alle Kisten sind verschlossen. Jetzt nicht mehr. Stab Gustavus. Dolch Riposte und das war's. Ja, Riposte. Kann alles weg und als Druckplattenauslöser fungieren. So, hier war also auch nichts. Da haben wir noch einen Schalter, den wir wahrscheinlich nicht gedrückt haben. Nö. Okay, Schalter ist weg und irgendwo hat's geknirscht. Stein auf Stein. War der Fitzel schon vorher da? Wenn ja, kann ich mich daran erinnern. Und wenn nein, dann ist da nichts. Also können wir es so ignorieren. Zack, zack. Hey, man kann ja doch mit Waffenschaden machen. Müssen wir nicht ganz so viel Mana verbraten. Sogar ziemlich gut. Normalerweise geht er wahrscheinlich nicht mit in den Nahkampf wegen diesem Säureangriff, aber der kann uns ja nichts, weil wir nackt wieder rumlaufen. So. Den Schalter noch gucken und was mit den beiden Türen auf sich hat. Also einfach rechts an der Wand lang. Ah, die Stromschläge sind definitiv schneller.
Aber dafür kann Bakata nur einmal auf Stufe 4, ich glaube Hausen zweimal und Axel dreimal. Wir brauchen zwei pro Gegner, das heißt, wir können drei Gegner töten, müssen gleich wieder schlafen. Was ja doch schon ziemlich lästig ist. Und er hat schon wieder dieses komische, ich will mich nicht hochheilen lassen. Was komisch ist, denn hier ist diesmal kein Gegner, der betäubt. Also wird es damit nichts zu tun haben. Das ist echt furios. Wenn man auf Stufe 3 in Heilzauber spricht, müsste eigentlich fast bis zur Hälfte hochkommen. Naja, Schlaf funktioniert wenigstens. Und so, weiter rechts an der Wand lang. Den Schalter wollten wir uns vorher noch angucken. Dreizack-Plage. Noch ein Druckplattenbeschwerer. Was haben wir hier? Noch eine Truhe. Armschutz der Verteidigung. Die sehen doch mal schick aus. So. Ast der Unendlichkeit. Und ja, ich sollte meine ganzen Ressourcen mal ein bisschen sortieren hier. So. Ja, du kommst ja auch noch dran. So, den dahin. Und ja, ich sortiere das Inventar, während wir gegen Monster kämpfen. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Das. Zack. Den ich heilen. So. Das dahin. Das dahin. Den Würfel auf jeden Fall zu den ganzen Ressourcen. So, Bezelbecher auch. Ja, wir haben hier schon zwei Leisten voll mit Krimskrams, den wir rechtsklicken können. Und das Ass auch noch. Den Mana-Trank auch noch. Und dann müssten wir fertig sein. Das fängt hier an. Na komm. Schlafen halt einmal mehr, dafür sind die Kämpfe wesentlich schneller. So, drei. Du sollst dich nicht selber heilen, du Egoist. So. Also wir haben einen Bezelbecher, zwei Bezelbecher, drei Bezelbecher. Damit ist die Heilung ziemlich abgedeckt. Wir haben genug Mana-Tränke, damit wir auch so noch heilen können. Wir haben Ast der Vergessenheit. Das sind die Todesschwärme, die aus dem Boden kommen. Also ein recht hoher Todesnebelzauber. Der verbraucht Mana, den müssen wir rechtsklicken. Den haben wir noch nie benutzt, aber ich weiß noch aus meiner Kindheit, dass dann ein Schwert vor uns auftaucht und nach vorne schlägt einmal. Das ist recht ein recht starker Angriff. Ast der Herrschaft war, glaube ich, die Faust. Und Ast der Unendlichkeit ist einmal Mana auffüllen. So, und hier haben wir nochmal Ast der Herrschaft. So, so. So. Guti, jetzt kann Skrusha kommen. Obwohl, ich glaube, das dauert noch eine Weile. Aber egal, was jetzt kommt, wo wir Ressourcen verschwenden müssten, jetzt sind wir gut vorbereitet. Und hier ist auch nichts. Irgendwie waren die ganzen Türen bisher ziemlich sinnlos. Und Schlüssel haben wir bisher keinen gefunden. Doch den. It does not fit. Passt nicht. Und das können wir auch einfach knacken. Dann halt so. Keine Schalter. Nur wieder eine Nische. Okay, Gustavus? Nein. Vielleicht müssen wir hier jetzt mal diese anderen Statuen reintun. Speichere ich aber vorher lieber ab. Nicht, dass da irgendwas schief läuft. 46a. Einhorn? Nein. Krupa? Nein. Und das ist keine Statue. Das ist was ganz Wichtiges. Die Nische ist eingezeichnet. Gut. Dann vergesse ich die auch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt den langen Weg hier hochgehen bis zu der Tür. Mal gucken, ob wir die einfach so aufkriegen.
Weil da war ja so wenig Platz. Das heißt, es ist recht wahrscheinlich, dass dahinter entweder ein Gegenstand ist auf dem Boden oder ein Teleporter oder eine Treppe nach oben. So. Ein Dreibein. Stirb, Dreibein. Hui. So. Einer von den drei Gängen war auch unser kleiner Schlafkorridor. Ich glaube, der hier. Das nutzen wir doch gleich mal aus. Denn diese Dreibeiner scheinen recht gut zu spawnen. So, jetzt sind wir im Hauptgang. Was war das gerade? Die Tür, da wollen wir aufmachen. A lock. It does not fit. There is no way to pick this lock. Ach, du hast das Geräusch gemacht. So, also das Ding hier scheint gar nichts zu machen, wollte ich gerade sagen. Ich habe schon wieder dieses Plupp-Geräusch gehört. Na gut. Dich hoch. Nicht runter. Haben wir noch irgendwo Schalter? Also der macht hier die Tür auf und zu. Die Tür kann ruhig zu bleiben. Die ist uns ziemlich egal. Vielleicht die Tür auf. Nee, die Tür zu. Tür auf, die Tür auf. Die Tür zu? Alle Türen zu? Jetzt wären erst alle Türen zu. Nee, wir werden echt den Schlüssel brauchen. Aber na gut. Warum liegen da Armschienen auf dem Boden? Haben wir die hingeworfen? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. So, Heilung für Bakata. Hoffentlich ist er nicht wieder zickig. Nee, ist er nicht. Gut. Ach, damit haben wir die Falle ausgelöst. Okay. Wo kommst du jetzt her? Und wow. Fernkampfwaffen scheinen ja richtig gut bei denen zu funktionieren. So viel dazu, dass wir andauernd unsere Stromschläge verbrauchen, um die zu töten. Ui. Dein Kumpel hat eben gerade gewonnen, hättet. Das schien wohl echt Glück gewesen zu sein. Oder war schon von irgendwas anderes angeditscht. Na gut, wir wollen dich jetzt knacken. Und das könnte die Tür sein. Die Tür, die meine Kindheit traumatisiert hat. Nein, ganz so schlimm war es nicht, aber es war schon nervig. Weißt du, dass ich mit meinem Dad da stundenlang rumgerätselt habe, wo wir weiterkommen könnten, bis wir ihn irgendwann aufgegeben haben. So. Wir hatten hier noch die Axt. Wo ist die Axt? Da. Jetzt ist der Gauner Level 8. Es ist tierisch hoch. Im Vergleich, selbst unsere Kämpferlevel sind alle 6 und wir haben fast durchgehend gekämpft. Also ja, wenn es damit nicht geht, dann weiß ich jetzt auch nicht. So, du störst uns nicht. Oh, du störst uns doch ziemlich, denn Bakata ist ohnmächtig geworden. Und Bakata kann ohnmächtig sich selber heilen? Problem. Großes Problem. Stirb. Ah, und der hat jetzt natürlich noch die Axt da unten drin. So. Jetzt aber. Und danach müssen wir unbedingt eine Stelle finden zum Schlafen. Komm, ein Treffer noch. Okay, komm, ein Treffer noch. So, krassiges Ding.
Hier können wir nicht schlafen. Okay, huschen wir wieder kurz zu den drei Gängen. Da haben wir unsere Lieblingsecke, die inzwischen zu ist. Aber wir können einfach das jetzt unserer neuen Lieblingsecke machen. So. Schlafen. Und dann hoffen wir gleich mal, dass es mit der Axt klappt. Wenn da denn wirklich was drin ist, was wir unbedingt brauchen. Aber ich gehe irgendwie davon aus. So. Speichern. LP. Ups. LP 046. Nicht N. B. Und bis gleich.